Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir haben ja, wie ihr in den vergangenen Tagen und Monaten, Wochen und weiß nicht, wie lange hier schon steht, immer mal wieder so ein 32er GTR gezeigt. Und das Auto ist jetzt fertig, der wird am Freitag abgeholt. Falls ihr euch nicht an die Ausgangslage erinnern könnt, wir haben das Auto schon mal bei uns gehabt und haben da auch schon mal ein Video zu gemacht. Hier mal einige der Highlights. Oh, der läuft doch richtig rund. Boah, was ist das für Scheiß, Digga. Entschuldigung. Es ist ein super Auto und das fährt echt komisch. Der Motorlauf ist auch eine glatte 6, würde ich mal so sagen. Hier, ne? Ich habe meinen Fuß nicht auf dem Gas. Das fährt sich wie so eine 10.000 Euro Shitbox und nicht wie das. Ja, vor allen Dingen, er macht irgendwas mit dem Gas und mein Fuß ist hier. Ja. Hier. Dass ihr das mal gerade seht. Wir stehen gerade vor unserer Halle, wollen hier auf den Hof fahren. Ich habe meinen Fuß nur auf der Bremse. Ja, also wie ihr seht, das Auto fuhr nicht besonders gut und lief nicht besonders gut. Und da gab es so einiges, was nicht so richtig gut war. Das haben wir jetzt alles in den Griff gekriegt in den letzten Wochen. Das Auto hat jetzt ein Linksteuergerät gekriegt mit allen möglichen an Sensorik und so weiter. Es gab ein paar neue Einspritzdüsen. Es gibt keine Luftmassenmesser mehr, es gibt was haben wir noch rausgeschmissen? Wir haben jetzt eine Breitbandlampe da drin, es gibt einen vernünftigen Trigger und so weiter. Also das Auto haben wir so ein bisschen modernisiert. Und einfach um euch mal zu zeigen, was das für einen Unterschied macht und wie sich das Auto jetzt fährt, würde ich sagen, drehen wir jetzt einfach eine Runde. Felix kommt auch wieder mit, du bist letztes Mal mitgefahren und du bist jetzt noch nicht mitgefahren. Außer mal aus der Halle raus mal. Genau. So, gut. Dann haben wir ja da hier einen schönen Vergleich. Wir fahren jetzt mal los und gucken uns das mal an. So, wir fahren jetzt gerade die gleiche Strecke, die wir beim letzten Mal gefahren sind und im vorherigen Zustand hat er dann auch auf diesem Stück hier irgendwie andauernd angefangen so rumzustottern. Das Auto, ihr habt es ja gesehen, die Karre lief einfach nicht. Dagegen ist das jetzt eine ganz andere Nummer. Wir haben jetzt im Stand auch nicht mehr dieses Geschwanke und so, sondern es fährt sich jetzt wirklich wie ein Auto. Klar, das war jetzt natürlich vom Kostenfaktor schon nochmal eine Investition, aber ich habe es im Samstagsvideo auch schon gesagt. Es ist halt irgendwie schon geiler, wenn man viel Geld ausgibt und dann nochmal ein bisschen was, ist das immer noch besser, als irgendwie ja, viel Geld auszugeben und ein Auto zu haben, was nicht fährt. Also der Wagen läuft jetzt echt gut. Was immer noch so ein Thema ist, ist der Leerlaufsteller, der scheint wohl irgendwie so ein bisschen einen weg zu haben, deshalb braucht er immer ein bisschen länger, dass er ein bisschen eingeregelt hat. Es kann auch sein, dass wir das gleiche Problem haben, wie wir es beim Stagia zum Beispiel hatten, dass die Drosselklappen einfach nicht mehr beschichtet sind. Da ist so eine Beschichtung drauf, die sorgt dafür, dass die Drosselklappe, ich weiß nicht, ob sie ganz geschlossen ist, also wenn sie auf Drosselklappenstellung 0 ist, also in den Fuß vom Gas, ist eine Drosselklappe ja nie komplett zu, weil sonst würde der Motor einfach absaufen. Da ist immer so ein kleiner Spalt. Und diese Beschichtung soll irgendwie diesen Spalt auf einem gewissen Maß halten oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann es passieren, dass wenn irgendjemand mal den Motor reinigt oder auch einfach durch Verschleiß und durch die Jahre, dass diese Beschichtung halt irgendwann nicht mehr so da ist, wie sie sein soll. So, und dann können wir auch dieses Problem mit dem Leerlauf haben. Also wir haben es ja jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, wir sind am Außenkuppelt sind an das Auto angerollt und der hing noch so bei 1.500 Umdrehungen ungefähr. Sobald wir stehen, regelt er auch runter auf 1.000 Umdrehungen. Jetzt, wo er noch kalt ist, dann nachher so auf 900. Das funktioniert dann auch, aber er braucht halt so ein bisschen Zeit. Könnte halt, wie gesagt, Leerlaufsteller sein oder dieses Drosselklappenproblem. Man bekommt beides relativ gut, oder was ja relativ gut, man bekommt es hundertprozentig in den Griff, wenn man sich einfach den Umbau auf eine elektronische Drosselklappe gönnt. Bei einer elektronischen Drosselklappe braucht ihr keinen Leerlaufsteller mehr, das macht alles die Drosselklappe selber. Dementsprechend fliegt die dann raus und logischerweise haben wir dann auch kein Problem mehr mit irgendwelchen Beschichtungen, weil die müssen nicht beschichtet sein. Die Geschichte habe ich auch im Samstagsvideo erzählt, da wir gerade nichts Besseres zu tun haben, kann ich sie auch hier nochmal erzählen. Das Auto hat einen G-Sensor, der sitzt hier unter an der Mittelkonsole. Das ist so ein kleines Teil, da sind drei kleine Tanks drin, wo eine Flüssigkeit hin und her schwappt. Und je nachdem, wo diese Flüssigkeit hinschwappt, wird ein Schaltkreis geschlossen und darüber wird irgendwie das Allrad gesteuert. Keine Ahnung, so ganz genau weiß ich das auch nicht, ist halt Technik von vor 30 Jahren. Dieser Sensor hat drei Ausgänge, also drei Stromausgänge, da sind mehrere Kabel dran, aber drei Stromausgänge ans Attessa-Steuergerät. Und dort wird quasi über die Stromstärke, die da ausgeht, über die Voltzahl, der Fahrzustand weitergegeben. Im Stand, wenn das Auto einfach nur steht, müssen alle drei Ausgänge 2,5 Volt
weitergeben an Steuergerät. Wenn das nicht so ist, schaltet das Auto das Allrad ab. Und hinten im Kofferraum gibt es am Steuergerät so eine kleine LED, die fängt dann an zu blinken und sagt, hier, irgendwas stimmt nicht. Das Problem hatten wir auch. Und wir haben das dann alles mal auseinandergebaut und uns das mal angeguckt. Und das Problem war einfach, dass einer dieser Steuerströme quasi 7 Volt oder so ausgegeben hat, was natürlich viel zu viel ist. Problem, man kann die zwar einstellen, da sind so kleine auf der Platine, so kleine Rädchen, und dann kann man mit dem Schraubendreher das einstellen. Dadurch konnten wir auch die anderen beiden, die standen so bei 2,6 und 2,4 oder so, die haben wir beide auf 2,5 Volt gestellt. Den dritten konnte man aber nicht mehr einstellen. Also es gab entweder die Möglichkeit 1,8 oder 2,9 oder sowas, also definitiv zu viel oder zu wenig. Da haben wir es jetzt so gemacht, dass wir dann eine Brücke gesetzt haben. Das soll heißen, er denkt jetzt durchgehend, er hat auf 2,5. Ist nicht die hundertprozentige elegante Variante, aber so ist das Auto wieder nutzbar. Es gibt diese Sensoren sogar noch original bei Nissan zu kaufen für ein absurdes Geld. Also man hört von irgendwie 2000 Euro, das macht natürlich kein Mensch. Die andere Variante ist zum Beispiel von Dulac oder von Grady oder so, gibt es kleine Boxen. Da ist auch ein G-Sensor drin, allerdings in der digitalen Variante, also nicht mehr so, wie man es 1988 gemacht hat mit der Flüssigkeit. Und die sind kompatibel zum Attessa-Steuergerät, kann man einfach einbauen, anstecken und dann ist das Thema durch. Das werde ich Machi jetzt empfehlen, dass er sich so ein Ding noch besorgt, einfach um das Problem auch in den Griff zu bekommen. Ja, weil das muss man sagen, also jetzt, wir haben jetzt einen ganz normalen Allrad, das funktioniert alles, ist aber halt nicht so richtig schön. Und auf jeden Fall soll er sich nochmal überlegen, ob wir ihn nicht mal irgendwann auf eine andere Plastikklappe umbauen, weil es ist ja nicht schade, das Auto läuft jetzt wirklich gut, läuft sehr sauber. Und jetzt haben wir, wenn wir irgendwo anrollen, noch diesen kleinen Peak in der Drehzahl. Das ist ein bisschen doof. Irgendwas ist immer. Ja, ist halt so. Wir haben den Wagen jetzt abgestimmt auf 1,1 Bar, irgendwie so. Ich glaube 1 Bar. Wir waren zwischendurch auch mal bei 1,2. Das ging noch mal ein bisschen besser. Wir haben aber dann das Problem, wir haben jetzt größere Düsen drin, aber noch eine kleine Benzinpumpe. Soll heißen, man könnte jetzt in einem nächsten Schritt, wenn Maggi irgendwann sagt, ich möchte noch mal ein bisschen mehr Leistung fahren, können wir noch mal die Benzinpumpe upgraden. Wichtig ist, dass wir dann halt auch die Kabellage upgraden, sonst haben wir das gleiche Problem, was wir auch mit dem Stagier hatten, dass der Benzindruck trotzdem einbricht. Und ja, wenn das alles auf Kurs ist, kann man dann hier auch locker 1,2 Bar fahren. Das ist dann schon noch mal ein bisschen flotter. Wir werden es aber gleich sehen, wir fangen gleich mal auf die Autobahn. Das ist schon so, naja, bist du schon mal Serien-GTR gefahren? Nee, ne? Nein. Ja, na gut. Du wirst es ja gleich fühlen. Also das fährt schon sehr vernünftig. Kleine Story auf dem Off, als wir am Freitag abstimmen waren, hatten wir ja wie gesagt kein Allrad. Und ich sag mal so, dann ist es gar nicht so witzig, bei 1,2 Bar abzustimmen, weil dann macht er da hinten natürlich richtig Randale. Und klassisch Norddeutsch, wir hatten natürlich ähnliches Wetter wie jetzt, so ein bisschen Regen. Es war sogar noch ein bisschen Schneeregen dabei. Wir waren abends, spätabends unterwegs, so irgendwie um 0 Uhr oder so. Wenn dann auf die Autobahn fahrt, leichter Schneeregen und du sollst bei 1,3 Bar oder bei 1,2 Bar so einen Pull im dritten Gang machen. Ja, das zeigt den hinteren Reifen doch relativ schnell ihre Haftungsgrenze. Man fühlt sich halt auch immer so ein bisschen beobachtet in so einem Ding. Ja, also allgemein ein Skyline oder ein Supra oder so ist nicht das Auto, was du nimmst, wenn du deine Freundin bescheißen willst. Das stimmt wohl. So. Allerdings, mit deinem Primärrad klappt das auch nicht. Mit den ganzen Stickern da drauf und so. Das ist. Nee. Soll ich 14 nehmen? Wobei, ja genau. Wobei, wenn ich mir deinen letzten Sticker angucke, wirst du nicht das Problem haben, dass du deine Freundin bescheißt. Der ist gut. Ja, der ist sehr gut. Also, wo ich den einmal aus Hamburg zurückgefahren bin, ich bin inzwischen zweimal beim Rastplatz runtergefahren. Um zu gucken, ob alles dran ist. Einfach nur mal gucken, ob der Leerlauf, ob da noch alles läuft, wie es soll. Ich hätte so einen Schiss, ich habe auch kein Gas gegeben in dem Ding. Ja, also gerade dieser Umbau von Luftmassenmesser auf Map-Sensor, ne? Ist ja klar, weil im Luftmassenmesser, du saugst es an, er schickt sein Steuergerät an so ein Steuergerät, was 30 Jahre alt ist, dann rechnet der da erstmal irgendwas rum und dann geht es irgendwann los. Beim Map-Sensor, du hast Druck, der ist sofort im Steuergerät und du weißt sofort, was los ist. Das ist eine 100-mal elegantere Sache. Was hier auch ein Thema war beim Abstimmen, ist, dass natürlich andauernd irgendwas auseinander geflogen ist. Wir haben ja jetzt nicht das ganze Auto umgebaut, sondern nur unseren Steuergerätkram und die Düsen und so gemacht. Problem daran, hier haben sich halt schon viele andere versucht. Und es gibt auch so einen Frontmount-Ladeluftkühler hier in dem Ding. Ja, da wurde dann zum Beispiel irgendein Piping ersetzt, einfach durch ein Rohr ohne Abrutschkante. Wir machen den ersten Pull, es macht Pouts. Naja. Und
Nee, das könnt ihr euch denken. Wir sind rechts rangefahren. Schön, dass ich absolut nichts sehe, weil du dir das Ding ausgeschaltet hast. Gibt's hier irgendwie was? So. Der ist doch noch an. Nur noch kleiner Stufe. Ja, aber ich. Ja, wir müssen hier ein bisschen. Wir sehen jetzt mal kurz zu, dass wir unsere Scheibe frei kriegen und dann melden wir uns gleich nochmal. Dann wollen wir mal versuchen, euch das einmal rüberzubringen, wie sich das Ganze jetzt anfühlt. Wie gesagt, 1,1 oder 1,0 Bar, irgendwie sowas in der Richtung. Da sollten jetzt so irgendwie grob 300 PS plus ungefähr hier zu Hause sein. Aber im Vergleich zu früher ein völlig neues Fahrgefühl. Willst du mal einmal schauen? Wir machen mal so einen dritten Gangpull. Viel besser, als ich gedacht hätte. Ja. Also wirklich. Ich denke auch. Das ist echt, das ist wirklich eine saubere Abstimmung. Man wieder, da hat Heckung wieder richtig einen Himmel zurückschleudert. Und wenn man sich das jetzt so anfühlt und so, dann ist das so das, wo ein GTR anfängt auch zu funktionieren. Ne? Also wir haben, ich könnte jetzt noch mal, wir hatten im Log geguckt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Düsenauslastung war. Da war noch einiges möglich. Also wir werden da wahrscheinlich irgendwann nochmal benzinpumpentechnisch ein bisschen nachrüsten und dann mal gucken. Auf der anderen Seite sind hier halt auch Lader drin, die irgendwie 30, 33, 35 Jahre alt sind. Muss man sich halt überlegen, was man denen zumuten will. Aber so macht GTR-Fahren dann halt auch schon Spaß, ne? Und nicht so ein Gerucke, Generve. Ja. Wir werden jetzt einmal durch den Tunnel zurückfahren, um euch nochmal auch das, ne? Audiomäßig rüberzubringen. Irgendwann müssen wir mal anfangen, uns wirklich ein Mikrofon außen ans Auto zu hängen. Ja. Aber ja, könnt ihr euch das nochmal anhören, weil wir haben hier eine Abgasanlage gebaut, als wir das Auto das erste Mal da hatten. Und naja, die klingt jetzt natürlich mit diesen ganzen Upgrades und so auch nochmal ein bisschen anders. Immer noch die best angelegten 2,10 Euro, die es in Lübeck für Auto- und Geräuschenthusiasten gibt. Das stimmt. Also man hat auch mal, selbst bei der Leistung schon, kurz und bei nasser Straße einen kleinen Four-Wheels-Bomb. Ich sehe, du bist erstmal fein damit. Das ist entzückend. Entzückend? Entzückend ist gut, ja. Nee, macht wirklich Spaß, das Auto. Also ich denke, das waren, wenn man jetzt überlegt, was das Auto gekostet hat und wenn man überlegt, was er jetzt nochmal investiert hat, war das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Investition. Ja. So, das soll es dann auch schon im Prinzip von diesem Video gewesen sein. Wir werden euch jetzt gleich noch ein, zwei Bilder dranhängen, werden auch noch das ein oder andere Sonderfeature dieses Kfz dann in diesem Video nochmal für euch vorführen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, denkt ans Liken, Teilen, Abonnieren und so weiter. Bis Samstag.